Wir haben uns an diesem beschaulichen Nachmittag vor den Scala-Lichtspielhäusern zu Tuttlingen an der Donau eingefunden, wo der aktuelle Kurzfilm des hiesigen Regisseurs Georg Rees Premiere feiern darf. Der Film mit dem vielversprechenden Titel »Dann muss ich mich mal eben neu erfinden« aus dem Leben von Axel Stöffle entstand in der Region unter anderem mit hiesigen Amateurschauspielern. Entsprechend voll ist der Andrang an der Kasse. Der Saal ist mit seinen 250 Plätzen komplett ausgebucht, doch ich höre, Regisseur und Hauptdarsteller stehen zu einem Interview bereit. Ja, und dann sitzen wir hier mit dem zweiköpfigen Mastermind des Films aus dem Leben. Das ist Brian. Erstmal, seid ihr vom Besucherandrang überrascht oder wie habt ihr es euch vorgestellt? Mehr oder weniger? Ich dachte, es wird viel mehr werden. Ich war total geflasht von so vielen Leuten. Die Protagonisten und Schauspieler waren schwierig heranzuziehen oder wie hat es mit der Logistik bei euch geklappt? War das eher aufwendig? Na gut, also ich meine, der Protagonist, der war schnell zu finden, nur schwieriger war es dann, die Termingestaltung hinzukriegen mit allen Beteiligten, auch mit Kameramann und so. Ja, es ist natürlich schwierig, wenn du gleichzeitig Angebote von Coppola, von Rainer Maria Schegulla und von anderen Leuten hast und dann genau. Dem Freund die Zusage machen musst. Dann bist du natürlich in Hollywood erstmal eine Weile obsolet und stehe ich aber auch dazu. Fortsetzung, Thema Fortsetzung. Herr Regisseur, es wird allenthalben gefragt. Wie sieht's aus? Ja, das kann man jetzt nicht so genau sagen. Es würde sich anbieten einerseits, weil ich denke, Stöffle erlebt ja eine Evolution, ja, und vielleicht irgendwann auch eine Revolution, wer weiß schon. Also da ist noch Potenzial dafür mehr, aber man muss das nochmal gut ausbaldowern. Ja. Vielleicht, ja. Geht's da um Gage? Peter? Ja, es auch, ja. Es geht natürlich um Gage. Offen, ja. Es ist natürlich klar, dass letztendlich der Rubel rollen muss. Ich bin auch nicht Mitglied in der Schauspielergewerkschaft, insofern bin ich da frei. Und der Bühnenboden ist locker und man kann leicht durchfallen. Den Vorwurf, dass gar nicht viel gespielert werden musste, sondern dass man da einfach irgendwo gelebt hat vor der Kamera, kann man den so stehen lassen oder ist es eher haltlos? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Also der Axel India ist quasi, es ist quasi reflexiv. Also der Peter ist der Axel, ist der Peter, ist der Axel. Ist es so? Ist es nicht so? Naja, also... Und mit dieser differenzierten Analyse geben wir zurück ins Funkhaus.